Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das heutige Thema soll einmal sein Marketing Automation und Großspenden-Fundraising, Großgönner-Fundraising. Wie gehören die beiden Dinge zusammen? Dafür sitze ich jetzt hier mit einem Experten, der es wissen muss. Ich stelle mal gleich noch kurz vor, Gregi. Aber ja, so generell Einführung ins Thema Marketing Automation, das hört sich immer sehr, sehr nach Massengeschäft an, nach Massen, ne? viele E-Mail-Adressen. Und was das aber auch mit individuellem Fundraising zu tun hat, das wird uns heute hoffentlich der Gregi erzählen. Gregi, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Kurz erklär nochmal den Kolleginnen und Kollegen im Großgönner Fundraising heute in erster Linie. Wer bist du, was machst du und was hast du mit diesem Fundraising und digitalen Fundraising zu tun vielleicht auch? Ja, hallo. Mein Name ist Gregor Nilsson. Ich bin Geschäftsführer der GetUnique AG. GetUnique ist die Schweizer Digitalagentur für Online-Fundraising. Wir beraten, wir setzen Websites um, wir verschicken Newsletters und wir betreiben Marketing Automation für uns selbst und für unsere Kunden. Genau, und da sind wir mittendrin schon im Thema. Du hattest vorletzte Woche haben wir schon mal ein Video gemacht. Und da hattest du dann auch mal so fallen lassen, ja, ist das nicht auch was für Großgönner-Fundraising? Wo ich erstmal ein wenig irritiert war, weil, wie gesagt, das ist für mich erstmal Marketing Automation, hat was mit der Masse zu tun, oder? Oder sehe ich das falsch? Das siehst du nicht ganz richtig, Jan. Okay. Und zwar, da kommt Marketing Automation ursprünglich ohnehin aus dem B2B-Geschäft, also im Profit-Bereich aus dem B2B-Geschäft. Jetzt im MPO-Bereich ist das ohnehin ein ziemlich neues Thema und man sieht es natürlich hauptsächlich im Massengeschäft. Tatsache ist aber, man kann es genauso gut auch im Individualgeschäft einsetzen. Und zwar haben wir uns da schon einige Gedanken gemacht, wie so etwas funktionieren könnte. Da gehen wir gleich nochmal kurz drauf, drauf ein. Aber dieses, lass da nochmal kurz bleiben. Ist das jetzt Massengeschäft oder ist es Individualgeschäft? Oder wir gehen gleich auf das Individual ein, aber auch im Massengeschäft. Ich meine, letztendlich sollten ja gute Digital Marketer, Digital Fundraiser immer auch gucken, wie sie das Massengeschäft dann sehr individuell zuschneiden können. Ich habe kürzlich ein schönes Statement dazu gelesen und da hieß es, es gibt nicht mehr B2C oder B2B, es gibt nur noch H2H, nämlich Human to Human. Wow, schön. Ja, das ist gleich notiert. Human to Human, das wird die Überschrift von dem Video vielleicht. Okay, aber dann gehen wir mal jetzt diesen Schritt weiter und sagen, also Großgönner-Fundraising, also das wirkliche individuelle Zusammenarbeiten mit Menschen, die große Spenden geben könnten. Und wie kriegen wir da jetzt die Brücke zur Marketing-Automation? Genau. Also wichtig ist da zu sehen, es ist ja nicht so, dass jemand per Definition ein Klein- oder ein Großspender ist, sondern das sind ja Dinge, die sich entwickeln. Also während der Beziehung zu einem Spender wird jemand, der vielleicht mit einer 5-Euro-Spende begonnen hat, plötzlich zu einem Großgönner, der 10.000 Euro spendet oder der ein Legat hinterlässt. Und Marketing Automation kommt dort ins Spiel, wo es darum geht, aus dieser großen Masse, die wir haben, von kleinen einzelnen Spendern zu identifizieren, wer das Potenzial hätte, ein Großgönner zu werden. Und zwar kann das beispielsweise so funktionieren, dass wir jeweils beim Versand eines Newsletters alle Personen, die auf die Website kommen, mit einem kleinen Cookie versehen. Das heißt, ist ein kleines Datenpaketlein, das wir im Browser hinterlegen, um die Person bei einem späteren Besuch der Website wieder zu identifizieren. Also auch das, was wir jetzt auf allen Webseiten sehen. Genau. Hier Cookies werden gesetzt, bitte OK klicken einmal. Ne? Ganz genau, das ist es. Was wir nun machen können, ist, dass wir quasi den Pfad einer Person weiterverfolgen. Und wenn jetzt eine Person zum Beispiel im Newsletter auf die News zu einem beliebigen Thema klickt, geht auf die Website, macht den Browser wieder zu und dann 3 Tage später wieder online geht, ohne sich irgendwo einzuloggen, aber die Legate-Seite besucht, dann können wir diese Information nutzen und den Legate-Verantwortlichen per E-Mail notifizieren, sagen, pass auf, Herr Muster hat gerade die Website zu den Legaten besucht. Und weil wir dann auch die E-Mail-Adresse und möglicherweise die Telefonnummer kennen,
können wir so einen hochqualifizierten potenziellen Kontakt an den Legate-Verantwortlichen übermitteln, damit er oder sie dann den persönlichen Kontakt sucht. Dazu haben wir natürlich noch zusätzliche Informationen, beispielsweise welche Themen geklickt wurden, welche Seiten besucht wurden, und so kann man vielleicht nicht nur das Gespräch dahin führen, dass jemand ein Legat hinterlassen könnte, sondern man kann auch dann gleich darauf eingehen, für welche Themen und Projekte die Organisation das Geld einsetzen könnte. Ja, und damit okay, weil wir sehen, wo genau, hat er drauf geklickt. Genau. Und so kann man dann auch gleich die Themen in Schaufenster stellen, von denen man weiß, dass die Person auch eine Affinität dazu hat. Okay. Hört sich jetzt alles schön und interessant an. Mhm. Ist es praktikabel, umsetzungstechnisch? Wie einfach oder kompliziert ist es? Wer sollte da in den Organisationen dann trainiert werden? Also letztendlich, ich gehe mal davon aus, es ist, oder ich weiß auch schon, es ist irgendwie auch einfach machbar. Ja. Das erklärst du uns kurz einmal. Und dann die nächste Frage, aber auch, muss der Großdenner Fundraiser jetzt ein Digital Fundraising Experte werden, um dann da auch mit dabei sein zu können? Nein, das muss er nicht. Wichtig ist aber, dass die Information und die Kommunikation innerhalb der Organisation funktioniert. Also gerade um diesen Anwendungsfall umzusetzen, wird beispielsweise vorausgesetzt, dass ein Online-Kommunikationsverantwortlicher seinen Newsletter mit der gleichen Software verschickt, wie wir diese Identifikation vornehmen und den Großgönner Verantwortlichen notifizieren können. Ja. Also da ist schon wichtig, dass auch innerhalb der Organisation die Abläufe funktionieren und alle auch mit der gleichen technologischen Basis arbeiten. Okay, und jetzt kommen wir mal zur technologischen Basis. Genau. Welche ist es oder was bietet sich da an? Genau, also da gibt es verschiedene Lösungen. Mhm. Wir haben bei der GetUnique eine der ersten GetUnique Marketing Suite. Mit der sind wir in der Lage, klassische Newsletter-Kommunikation zu machen, aber auch Marketing-Automation, sowohl für die großen Massen als eben auch diese sehr individuellen Journeys für den Großgönnerbereich. Und das kann ja dann, also wir können das ja auch nochmal jetzt so spontan ein bisschen weiterspinnen, also in dem Moment, Herr Müller geht auf die Webseite, geht auf die Legate-Seite, in dem Moment kriegt der Legate-Verantwortliche eine E-Mail, Herr Müller war gerade auf der Seite, richtig? Dann geht er auch noch zu der Seite, ich möchte groß spenden, oder wie auch immer sie dann heißt, dann kriegt der Großgönner-Fundraiser eine E-Mail-Notifikation. Aber der Herr Müller bekommt am Tag darauf auch nochmal eine E-Mail automatisiert zugeschickt. Übrigens, es ist auch möglich, unser Projekt in Ihrem Testament zu übernehmen, aufzunehmen, richtig? Und so weiter. Also wir können uns dann kann man alles machen, ist aber jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, dass es wichtig ist, dass innerhalb der Organisation die Kommunikation funktioniert. Also was dann eben blöd ist, wenn der Legate-Verantwortliche und der Großspendenverantwortliche am gleichen Tag anrufen und noch eine E-Mail rausgehen. Okay. Also, alles kann man nicht automatisieren, aber wir können natürlich dafür sorgen, dass die Dinge, die man automatisieren kann, tatsächlich auch automatisiert werden, damit dann eben sich die und jetzt komme ich auch auf die Frage, muss ein Großgönnerverantwortlicher Digital Fundraiser werden? Nein, im Gegenteil, durch die Digitalisierung können wir die Dinge automatisieren, so dass eben der Großgönnerverantwortliche sich auf das konzentrieren kann, was er gut kann, nämlich die Beziehung zu seinen Gönnern und potenziellen Gönnern zu pflegen. Ja, super. Das nehmen wir als Schlusswort. Ja? Sehr gern. Vielen Dank, lieber Gregi. Danke, war mir wieder eine Freude. Und an uns alle die Aufforderung damit, lasst uns die Arbeit des Großspenden-Fundraisings ein wenig digitalisieren und automatisieren. Oder? Das war auch ein gutes Schlusswort von dir. Okay, dann haben wir beides. Super. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Ciao.